schöner Tag für eine Tasse Tee. Findet ihr nicht, mich dann? Okay, was haben wir denn hier? Wow, Sammy, was für eine Gesellschaft. Waren die nicht angenehm? Warum ist ein Rabe ein Schreibtisch? Moment mal, das kommt mir bekannt vor. Möchtest du noch etwas Tee? Aber ich hatte doch noch gar keinen. Vielleicht hast du es vergessen. Sammy, das Letzte, was wir hier brauchen, ist ein verrückter Hutmacher. Da bin ich anderer Ansicht. Ab zum Basteltisch. Wow, das sieht ja aus wie beim Hutmacher zu Hause. Hallo Freunde, heute verwandeln wir eine LOL-Puppe in den verrückten Hutmacher. Wir alle sind verrückt. Ich bin verrückt, du bist verrückt. Scherz beiseite, Sam. Wo ist denn bloß die Puppe hin? Eben war sie doch noch da. Ich weiß, wo wir sie finden. Warte kurz. Meintest du diese junge Dame? Oh, danke, Sammy. Wir beginnen mit dem Gesicht der Puppe. Wir reinigen es und bereiten es für die weiteren Schritte vor. Keine Sorge, Schätzchen. Du bekommst ein neues Make-up. Mindestens genauso hübsch. So sehen sie her. Wem sehe ich ähnlich? Ich denke, jeder hat deinen tollen Hut bemerkt. Du spielst den verrückten Hutmacher aus Alice im Wunderland. Habe ich recht? Kutsch daneben ist auch vorbei. Mein Hutmacher stammt aus Batman. Wow, klingt interessant. Und mit dem Gesicht der Puppe sind wir fertig. Jetzt sind ihre Haare dran. Vorsicht mit der Schere, Leute. Und keine Sorge. Unsere Puppe wird nicht lange eine Glatze haben. Weißt du, was am Hutmacher aus Batman am interessantesten ist? Er kontrolliert die Gedanken seiner Opfer mittels spezieller Geräte in seinem Hut. Moment, wo ist mein Hut? Unglaublich, er klingt wie ein richtiger Oberschurke. Jetzt halten wir den Puppenkopf ins Wasser, damit der Klebstoff sich löst, um die übrigen Haare entfernen zu können. Susi, ich kann auch Gedanken kontrollieren. Und ich kann es beweisen. Susi, du willst mir eine Stulle machen. Sammy, verschwinde. Wir haben noch viel zu tun. Als erstes löse ich mein Versprechen ein und kümmere mich um ein tolles neues Make-up. Oh, Susi, wie gut, dass du mich hast. Lass mal den Profi rein. Hey, das ist meiner. Freunde, nehmt euch nie Sachen, ohne vorher zu fragen. Weißt du schon, was genau du malen willst? Ich lasse mich von Tim Burtons Film inspirieren. Also braucht sie wirklich große, verrückte Augen. Oh, Schmink macht immer so viel Spaß. Was du nicht sagst. Findest du nicht, dass der Meerzhase genauso verrückt wie der Hutmacher ist? Okay, okay. Wir sind alle verrückt. Habe ich nicht vergessen. Susi, hast du gewusst, dass die Redewendung verrückt wie ein Hutmacher seit dem 19. Jahrhundert existiert? Das ist mir neu. Freunde, erinnert ihr euch, dass in Tim Burtons Film das eine Augenlid des Hutmachers rot war und das andere blau? Vielleicht sollten wir es auch so machen. Oh, das wird ja richtig klasse. So. Susi, was ist mit den Lippen? Nehmen wir dafür einen Buntstift oder einen Filzer? Wir malen die Lippen auch mit roter Farbe an, so wie das Augenlid. Vorsichtig. Nämlich so. Vermeidet unnötige Flecken. Die kann man zwar wieder entfernen, aber schöner ist es, wenn alles beim ersten Versuch klappt. Das kann ich sogar mit geschlossenen Augen. Da haben wir den Mund wohl etwas zu voll genommen. Ach ja? Tritt beiseite. Du wirst schon sehen. Tada! Wo ist die Puppe hin? Sammy, ist doch schon alles fertig. Wie gefällt euch das Make-up, Freunde? Daumen hoch, wenn ihr es auch atemberaubend findet. Nicht weggehen. Gleich erwartet euch noch mehr. Hey Sammy, was ist los? Weißt du, Susi, ich fürchte, kein Hut kann das kaschieren. Was meinst du? Na, diese Glatze. Passt gar nicht zur Figur. Sammy, das kommt noch. Du weißt doch, wie es geht. Hast recht. Oh. Hier bitte, alles schon da. Wow, zeig mal. Du hast schon die Wolle vorbereitet. Klasse. Ich dachte, du könntest meine Hilfe brauchen. Und jetzt? Jetzt werden die Haare bunt. Nehmen wir die Wolle an den Kopf? So ähnlich, Sammy. So wie wir es auch vorher schon gemacht haben. Aber Freunde, seid dabei schön vorsichtig. Puh, ich fürchte, wir brauchen noch mehr Wolle. Ich besorge welche. Ach ja, ihr könnt natürlich auch einen Erwachsenen um Hilfe bitten. Zusammen macht es eh mehr Spaß. Und immer mit der Ruhe. Susi, sieh mal, dieses Fläschchen habe ich in der Küche gefunden. Da steht, trink mich drauf. Soll ich? Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Was soll schon schief gehen? Außerdem habe ich eh schon. Oh, was für ein komisches Gefühl. Ich glaube,
Ich wachse! Wen willst du hier veräppeln, Freundchen? Aber du hast gelacht. Lachen verlängert ja angeblich das Leben. So gesehen, danke, Sammy. Susi, kannst du mir einen Gefallen tun? Sicher. Kannst du mal ein bisschen Hinne machen? Ich will endlich das Ergebnis sehen. Ich doch auch. Na dann zaubern wir mal. Ich nenne es Beile dich, Susi. Gefällt dir das? Absolut. Leg los. Wow, Susi, das war obercool. Gib Susi dafür schnell einen Daumen. Wir sind fast fertig. Nun müssen wir ihr nur noch gründlich die Haare kämmen. Ihre Frisur ist so cool. Freunde, seid ihr bereit für einen Friseur der Spitzenklasse? Oh, dafür haben wir gerade gar keine Zeit. Aber etwas Magie wird Abhilfe schaffen. Yippie, klasse. Übrigens machten sich die alten Römer mit Eisenrohren Locken. Hast du Eisen gesagt? Nein, nein, nicht dieses Eisen. Aber wir sind mit der Frisur fertig. Jetzt wird's nochmal richtig interessant. Oh ja, das kannst du laut sagen. Juhu, Endspurt. Es wird Zeit, unsere Hutmacherin einzukleiden. Genau. Uns geht so langsam die Zeit aus, aber ein kleiner Zauber wird uns retten. Und ein Stück Stoff verwandelt sich in eine schicke Jacke. Heilige Makrele, die könnte ich ja anziehen. Wenn du willst, nähe ich dir nachher auch eine. Abgemacht. Freunde, kennt ihr alle unsere Puppenverwandlungen? Sie sind sehr zu empfehlen. Und jetzt ziehen wir unsere Hutmacherin an. Oh je, ich komme zu spät. Ich glaube, jetzt haben wir es. Aber irgendwas fehlt noch. Oh, wo wartet ihr nun gleich? Susi, weißt du, wo der Ständer ist? Immer mit der Ruhe. Sieh doch mal in der Teekanne nach. Teekanne? Das ist nicht witzig, Susi. Oh, da ist er ja. Bitte schön. Schön, dass du immer so viel hilfst. Ich komme schon. Der Hutmacher ist berühmt für seine verrückten Teepartys. Also bekommt sie auch eine Teekanne und Tassen. Vorsicht, Liebes. Lass sie nicht fallen. Aber da fehlt doch noch was. Was denn bloß? Warum siehst du mich so an, Susi? Ich denke, wir brauchen noch einen Hut. Na los schon. Hut? Diesen hier? Ja, gib her. Okay. Für eine schöne Bastelei bin ich immer zu haben. Freunde, seht euch diesen Hut an. Er ist unglaublich, stimmt's? Okay. Auf den Kopf damit. Passt perfekt. Susi, bevor wir sie unseren Zuschauern präsentieren, prüfen wir lieber nochmal alles. Erstens Schuhe. Hose. Accessoires. Ganz viele. Jacke. Und natürlich Frisur und Make-up. Meine Favoriten. Haben wir und haben wir. Alles da. Es kann losgehen. Okay, dann setze ich schon mal Tee auf. Unsere Puppe sieht hinreißend aus. Findet ihr nicht auch, Freunde? Seht sie euch an und ihr könnt nicht widerstehen. So wie ich. Nämlich angefangen. Und wo ist meine Tasche? Nimm irgendeine, Sammy. Es ist genug Tee da. Je mehr, desto besser, hm? Aber die verrückte Hutmacherin sitzt auf einem Platz. Versehentlich natürlich. Sammy, du wirst einsehen müssen, dass die echte verrückte Hutmacherin diese verrückte Teeparty schmeißt. Oh, na schön. Freunde, hat euch unsere Bastelei gefallen? Dann gebt uns einen Daumen und abonniert unseren Kanal. Und vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, um nichts zu verpassen. Tschüss!